Herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo. Heute erklären wir euch den Aufbau des menschlichen Auges. Das menschliche Auge ist unser wichtigstes Sinnesorgan, denn wir erkennen mehr als 80% aller Umweltreize mit dem Auge. Das Auge ist ein sehr komplexes Organ und enthält seiner Funktionsweise her eine Kamera. Die Hornhaut. Durch sie fällt das Licht hinein. Ihre Außenseite ist mit Tränenflüssigkeit benetzt. Die Hornhaut bündelt eintretende Lichtstrahlen und ist deshalb sehr wichtig, um auf der Netzhaut ein Bild zu erzeugen. Die Lederhaut. Die Lederhaut, also das Weiße im Auge, ist sehr kräftig und schützt das Auge vor Verletzungen. Sie umschließt den Augapfel fast vollständig und lässt nur zwei Lücken frei, vorne für die Hornhaut und hinten für die Fasern des Sehnervs. Der von außen sichtbare Teil der Lederhaut ist mit durchsichtiger Bindehaut überzogen. Die Iris- oder auch Regenbogenhaut ist die farbige Blende des menschlichen Auges. In ihr verlaufen zwei Muskeln, welche die Pupille je nach Lichtverhältnissen vergrößert oder verkleinert. Die Farbpigmente dichten die Iris gegen eindringendes Licht ab, damit das Licht nur durch die Pupille ins Auge fällt. Pupille. Als Pupille bezeichnet man die Öffnung in der Mitte der Iris. Bei Helligkeit ist die Pupille nur eine kleine Öffnung. Bei Dunkelheit dagegen weitet sie sich, um möglichst viel Licht hindurchzulassen. Bei Angst, Aufregung oder großer Freude kann sich die Pupille weiten. Die Netzhaut. Die extrem lichtempfindliche des Auges nennt man Netzhaut. Diese wandeln das Licht in Nervenimpulse um, nachdem es Hornhaut, Linse und Glaskörper durchquert hat. Für das Farbsehen sind sogenannte Zapfen zuständig, für das Hell-Dunkel-Sehen dagegen sogenannte Stäbchen. Der gelbe Fleck dient zum Scharfsehen. Er liegt parallel zur vorderen Hornhaut. Diese schützt Iris und Pupille. Die Aderhaut. Sie bildet die Mittelschicht zwischen Lederhaut und Netzhaut. Sie ist reich an Blutgefäßen. Die Aderhaut versorgt die äußeren Schichten der Netzhaut mit Sauerstoff. Der Sehnerv. Der Sehnerv leitet die Information von der Netzhaut an das Gehirn weiter. Seine Austrittsstelle aus der Netzhaut ist der sogenannte blinde Fleck. An dieser Stelle der Netzhaut sitzen keine Lichtrezeptoren. Der Glaskörper füllt das Augeninnere zwischen Linse und Netzhaut aus. Er ist gefüllt mit einer etwas dicklichen Flüssigkeit, die zu ca. 98% aus Wasser besteht. Der Glaskörper hat zwei Funktionen. Zum einen muss der Lichtstrahl von der Augenlinse möglichst ungehindert bis zur Netzhaut auf der Augeninnenseite gelangen. Zum anderen darf das Auge aber auch nicht hohl sein, dass es sonst zu leicht zerdrückt werden könnte. Der Glaskörper stabilisiert die Form des Auges in der Augenhöhle und sorgt für eine möglichst gleichbleibende Form. Das war's mit unserem Erklärvideo. Hoffentlich hat euch es weitergeholfen. Bye! Make media, make media, make media.